In diesem Video wird vorgestellt, wie die Methode Kartenabfrage mit der Methode Clustern kombiniert wird. Die Kartenabfrage lässt sich gut einsetzen, um rund um ein Thema, ein Problem oder eine Fragestellung eine Wissenssammlung zu erstellen. Dazu werden Fakten, Ideen, Fragen und so weiter auf Karten gesammelt und sortiert. In der Vorbereitung wird eine digitale Pinnwand eingerichtet. Zu dieser sollen alle Lernenden Zugang haben. Dazu benötigen sie die entsprechende Hard- und Software. In Schritt 1 werden gemeinsame Regeln vereinbart. Für die Beschriftung der Karten gilt, dass nur ein Gedanke pro Karte festgehalten wird. Außerdem werden die Gedanken in Form von Schlagworten aufgeschrieben. Je nach Software können diese und weitere Regeln unterschiedlich gestaltet sein. Bevor es richtig losgehen kann, wird in Schritt 2 der Arbeitsauftrag besprochen. Dazu wird die Fragestellung auf die Pinnwand geschrieben. So wird sie für alle sichtbar gemacht. In Schritt 3 legen die Lernenden ihre Karten direkt auf der Pinnwand an und versehen sie mit Text. Es können auch unterschiedliche Farben für unterschiedliche Kategorien genutzt werden. So können beispielsweise Grün und Rot für Pro- und Kontra-Argumente stehen. Alle Lernenden füllen ihre Karten auf ihren eigenen Geräten aus, arbeiten jedoch auf der gemeinsamen Pinnwand. So haben alle vor Augen, wie die Wissenssammlung stetig wächst. Nach Möglichkeit bleiben die Personen hinter den Karten anonym. Für Schritt 4 wird die digitale Pinnwand für alle Lernenden sichtbar im Raum gezeigt. Die Lernenden legen ihre eigenen Geräte beiseite. Für Schritt 5 werfen alle einen gemeinsamen Blick auf die erstellte Sammlung. Jetzt werden offene Fragen zu den Karten geklärt. Hierzu bietet es sich an, dass eine Person die Moderation übernimmt. Mit der Kartensammlung kann, je nach Zielsetzung, auf unterschiedliche Weise weitergearbeitet werden. Zum Beispiel, indem die Karten geclustert, also in eine sinnvolle Ordnung gebracht werden. Beim Clustern werden die Karten nach sinnhaften Zusammenhängen zusammengefasst. Die Zuordnungswünsche gibt die Gruppe per Zuruf an die Moderation. Die Moderation oder ein Mitglied der Gruppe setzt dann die Wünsche auf einem Gerät um. Dabei wird auf folgende Punkte geachtet. Bei unterschiedlichen Meinungen wird die Karte verdoppelt und in beide Cluster geschoben. Da hinter jeder Karte eine Absicht steckt, wird keine Karte entfernt, auch nicht auf Wunsch der Gruppe. Karten mit inhaltlichen Überschneidungen werden nebeneinander gehängt. So bleibt die Häufigkeit gut sichtbar. Es müssen nicht alle Karten gruppiert werden, im Gegenteil, es kann auch Karten geben, die alleine hängen. Für die einzelnen Cluster können, wenn es sich anbietet, Oberbegriffe aufgeschrieben werden. Und natürlich gilt: Abspeichern nicht vergessen.